So, noch eine Folge, noch ein bisschen Glück. Wir laufen hier mal wieder hin. Und lassen uns diesmal nicht von den Typen da ins Boxhorn jagen. Haha. So, wieder runter zu den Hundis. Na, das war ja knapp. Na, komm ruhig rein. Hui, 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 hui. Nein, jetzt komm, jetzt visier den nochmal an. Meine Güte, das kann doch alles nicht so schwer sein. Huch, jetzt fällt da einer runter. Na, was willst du machen? Au, Sammann. Au, Sammann. Das habe ich mir jetzt aber ein bisschen anders vorgestellt. Hechel von Hunden. Und dann auch noch zwei von denen. Ah, Mist. Da hat er mich erwischt. Jetzt geht er hier aber auch nicht mehr raus, ne? Ich kann aber wahrscheinlich nicht an der... Ach doch, ich kann! Das ist ja großartig. Aha. So sieht das aus. Menschenbild. Köderschädel. Oder Köterschädel. Ah, da hat er mich erwischt. Lässt du das so, Strolch? Guck mal hier. Kann man das kaputt machen? Tatsache. Kommen da 10 Millionen Gegner auf einen zu? Meine Güte, hoch! Okay. Da sitzt einer. Kann den anvisieren. Oh, meine Güte. Na, das hat ihm mehr wehgetan als mir. Flammenschmetterling kriegen wir dafür. Ist hier was versteckt? Nee. Was eine Tür? Ah, was? Okay, die halten nicht viel aus. Aber offensichtlich hat es hier die Umgebung in sich. So, Blutfleck berühren wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber... Ja. Weißt du Bescheid, ne? Verschlossen. Das ist eine Holztür. Ach komm, Holztür.
Ja, macht keiner auf. Dann gehen wir mal wieder raus. Und jetzt? Ach, du meine Güte. So. Erstmal in Sicherheit, was trinken. Und jetzt Hundis töten. Einmal richtig schön in Popo. Das war gar nicht der. Das war ein anderer Hund noch. Ja, Alter. Fass, du und Treppe. Jetzt mal ganz ernsthaft. Weiß doch jeder, wie das endet. Ja, das ist verschlossen. Ah. So, nichts hinterlassen hat er. Der alte Suffkopf. Ach, die ist immer noch verschlossen. Was? Irgendwas schlägt hier. Wieder. Wo geht's denn hier hin? Aha. Guck mal, hier gibt's was zu holen. Goldharz. Jung, da tut uns auch beiden weh. So, da oben müssten wir ja auch irgendwie hinkommen. Guck mal, da ist auch ein Loch drin. Alter, das ist hier schon wieder so verwinkelt, dass du nicht weißt, wohin. Da fallen wir nur runter. Hier ist ja alles explosiv. Explosion Man. Wer bist du? Aha. Guten Tag. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Oh, danke schön. Of course, I've no idea what it is. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord.
was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. So sieht das aus. Ohne Maske gleich, ist es verbrannt? Naja, schauen wir mal. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. Ja, das ist ein Schicksal, das wir alle tragen. Okay. Ein uralter Schlüssel. Mal gucken, wo der jetzt passt. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ja, da öffnet sich was von dieser Seite, aber da will man nicht hin. Guck mal, da stehen zwei. Hallöchen. Komm, soll ich die mal... Dann kann man so richtig schön... Was machst du denn? Alter, mit dem Schwert gewinnst du aber auch keinen Kampf, ne? Ach, jetzt ist es weggespawnt. Ja, Lebensstein. Ach, der ist jetzt auch weggespawnt. Alle spawnen sie auf einmal immer weg. Da steht einer. Und ich glaube, der will mir nichts Gutes. Kann ich den anvisieren? Nee, kann ich nicht. Ach, der ist wieder zu Stein geworden, ne? Eine Statue blockiert euren Weg. Ja, schade. Ich glaube, ich hatte nur einmal einen Mistelzweig. Sodass ich den dann nicht mehr wachküssen kann. Aber... Wow. Hätte auch schief gehen können. So. 6400, das reicht ja schon fast wieder für ein Level, ne? Ein Level, dass man ja mal... da oben hängt auch noch was. Wie wir dahin kommen, weiß ich noch nicht. Finden wir aber noch raus. Hier war doch... Ja, ist immer noch verschlossen. Ich glaube, wir machen uns mal ganz kurz auf den Weg zurück. Oh. Da ist eben irgendwas gespawnt. Und ich werde nicht warten, um herauszufinden, was es ist. Was? Nein, mein Controller schon wieder. Dummer Controller. Lädt auf, aber geht trotzdem aus.
Die Stachelpeitsche. So. Aufsteigen. Aufsteigen. Wir brauchen noch 300 ungefähr. Das machen wir mal gleich. Inventory. Und verlorener Untoter. Gucken wir mal. 400 reicht. Seek the King. Ja. Und aufsteigen. Dankeschön. So, 1383. Versteinerungsresistenz von 76 auf 84. Na, das ist ja mal ein Ding. Das ist nur noch minimal. Geschick. Ich glaube, ich nehme mal Vitality dann. Dankeschön. Und dann mache ich mal hier eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss.